Ja, von mir aus kann jeder sein, was er will. Wenn du erwachsen bist und du meinst, du bist ein Mädchen, obwohl du einen Penis hast, dann sei ein Mädchen, obwohl du einen Penis hast. Okay, ist kein Problem, stört mich jetzt nicht. Aber wenn die Sprache verunstaltet wird und ich dann plötzlich Sachen sagen muss, und wenn wir Pech haben, wird das noch in die Schule, in die Schulen übernommen, dass man innen schreiben muss und sowas. Da hört der Spaß doch auf. Das ist eine totale Verunstaltung der Sprache. Man kann gar nicht mehr flüssig sprechen. Man muss ständig so ein Innen einbauen oder in. Und das geht bei den Öffentlich-Rechtlichen sogar schon so weit, dass sie in fast jeder Sendung die Gendersprache mit einbauen. So, obwohl die Mehrheit der Deutschen das eigentlich ablehnte. Sie haben da keinen Bock drauf. Und ich persönlich auch nicht. Und naja, da gibt es zum Beispiel eine WDR-Sendung, in der die Krankenschwester, das ist ja sowieso schon weiblich, ich meine, Krankenschwester ist eine Frau. Ja, das geht dann da so weit, dass die Krankenschwester sogar ein In hinten angehängt kriegt. Und das, vielleicht verstehe ich das ja nicht so richtig, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon irgendwie witzig, ne? Und in meinem neuen Beitrag auf Anwaltclips, da gibt es noch ein paar Beispiele. Und ein Kommentar von Christian Solmecke, Rechtsanwalt seines Zeichens, der darauf eingeht, oder besser gesagt, die rechtlichen Fragen beantwortet zu dem Thema, bin ich nach der Geburt Junge oder Mädchen? Für die meisten von uns ist es eindeutig, hast du einen Penis, bist du ein Junge, hast du eine Vagina, bist du ein Mädchen. Was du später sein willst, wenn du erwachsen bist, das bleibt dir völlig offen. Da kannst du sogar ein Hubschrauber sein, wenn du willst. Oder ein Pony. Naja, vielleicht schaut ihr mal rein und danke fürs Zuhören.